haben mit dem gesunden Potenzial, desto gesünder sind wir. Oder je mehr von diesen aufgeladenen Zellen in einem Organ sind, desto gesünder ist dieses Organ. Und man kann jede Erkrankung definieren als das Durchschnitts-Zeta-Potenzial der Zellen. Ja, je mehr Zellen das Potenzial verloren haben, desto ungesünder dieses Organ. Und das kommt lange, bevor die Laborparameter sich verändern. Ja, und wir haben in meiner Art der Kinesiologie ein Gerät entwickelt, vielleicht kommen wir noch irgendwann dazu, es zu zeigen, ja, wo wir das messen können. Nicht invasiv, ganz schnell, in Sekundenschnelle messen können über jedem Organ, wie hoch diese Zellspannung ist. Gut, und dann versuche, ja, das sind hier zwei, das ist ein Thermogramm von zwei Füßen. Da sieht man hier vorne, es ist sehr kalt, also je dunkler das wird, desto kälter. Und dann nach ein paar Minuten barfuß gehen, ja, sehen wir hier diese enorme Erwärmung. Hier nochmal eine andere Art des Thermogramms, ja, wo wir einfach sehen, dass die Durchblutung besser wird, obwohl er barfuß läuft. Ja, even if he's walking on a cold floor, ja, denkt man, okay, wie meine Mutter immer gesagt hat, du zieh dich warm an, die Kälte greift den Darm an, oder? Man muss sich ja so oft anhören. Und du musst unbedingt Schuhe tragen, damit die Füße warm sind, weil wenn die Füße warm sind, werden die Nieren besser durchblutet. Dann hat sie gute Hinweise drauf. Und jetzt ist aber hier dieses Paradoxe, wenn ich barfuß auf dem kalten Gras laufe, werden meine Füße besser durchblutet und damit auch meine Nieren. Ja, das ist doch mal was Schönes, oder? Dass man diesen Teil mal sieht. Also hier sind noch viele andere Beispiele. Die überspringe ich jetzt mal. Das war jemand mit Knieschmerzen. Ja, das ist schlecht zu sehen, aber das ist hier auf dem Computer besser zu sehen. Das sind hier einfach ganz kalte Flecken bei jemandem mit Knieschmerzen. Das ganze Knie wird warm, einfach nach ein paar Minuten barfuß laufen. Hier die Veränderungen in der Brust durch das Schlafen auf einem sogenannten Earthing Patch. Ja, also das, worauf ich jetzt hinführen will, ist, dass wir unseren Patienten allen empfehlen, einen elektrisch leitbaren Stoff ins Bett zu legen, da wo die Füße sind. Und der wird mit einem Kabel in die Erde geführt draußen. Und dadurch hat der Patient die ganze Nacht über dieses Phänomen der besseren Durchblutung und freie Elektronen von der Erde strömen ein. Das haben Wolfgang Mees und andere deutsche Baubiologen messtechnisch erfasst. Ja, wenn ich mich erde durch so eine Matte, kann man mit einem einfachen Strommessgerät, also muss empfindlich sein, sehen, dass Elektronen von der Erde in den Körper wandern. Ja. Und das ist mit Abstand das preiswerteste Antioxidans und ist mit Abstand das effektivste Antioxidans. Und mit der einmaligen Ausgabe von dem Stoff und dem Draht und den Krokodilklemmen, die man braucht, und so einen Kupferstab, den man beim Schweißer bekommt, der in die Erde gesteckt wird, hat man lebenslang die beste Antioxidantientherapie. Also hier sieht man einfach Messwerte oder dass wir wissen, dass warme Zonen in der Brust beim Thermogramm zeigen sich 7 Jahre, bevor das Mammogramm den Krebs zeigt. Und diese 7 Jahre nutzen wir, machen bei allen Frauen unsere Thermogramme, um zu sehen, ob warme Zonen da sind. Und der erste Schritt ist dieses nächtliche Erden, wo die Temperatur sich meist in 2-3 Wochen wieder völlig normalisiert. Ja, durch die, ja, man kann auch, ich benutze auch so EKG-Elektroden, das sind so Aufklebeelektroden. Und wenn eine Frau einen Herd hat, der schon ein bisschen brenzlicher aussieht, wird die Elektrode direkt da drauf geklebt und das Kabel direkt in die Erde. Und mit der Kinesiologie testen wir auf der Erde auch, wo die heilendsten Stellen in der Erde sind und machen damit fast unsere ganze Therapie für lokalisierbare Probleme. Ja, beim Mann die Prostata, da wird die Elektrode hier unten dran geklebt.
Leute, die Augenpupen-Makuladegeneration haben, da wird die Elektrode hier draufgeklebt. Ja, das ist also eine fantastische, neue, revolutionäre Therapieform, die erfordert